Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem Webinar Phoenix Documents Invoice begrüßen. Wir schauen uns heute einmal die digitale Eingangsrechnungsverarbeitung an. Wenn ich von wir spreche, dann bin ich das zum einen Mara Reinfuß-Lüdenbach. Ich arbeite im Vertrieb und vielleicht, Jochen, magst du ein paar Worte zu dir sagen? Jetzt ja. Guten Morgen. Ja, Jochen Luckhaus, ich bin einer der Gründer und Inhaber der Firma iQuadrat AG und bin auch im Vertrieb tätig und mache die kaufmännische Leitung bei uns und nutze das, was wir Ihnen gleich vorstellen, natürlich für unser Unternehmen auch selbst. Und das kann ich Ihnen gleich ein bisschen zeigen. Mara, du bist dran. Genau. Sollten Sie Fragen während des Webinars haben, können Sie diese natürlich jederzeit im Chat stellen. Wir werden die Fragen dann entweder direkt oder spätestens im Nachgang beantworten. Genau. Gucken wir uns einmal an, was Sie heute in diesem Webinar erwartet. Wir werden uns einmal anschauen, wann es sinnvoll ist, unsere Business-Lösung Invoice zu nutzen. Dazu gucken wir uns einmal die Oberfläche an, bedeutet, wie sieht die Oberfläche für den User aus? Wir werden Ihnen einmal die Funktion von Invoice zeigen und diese natürlich auch in der Admin-Oberfläche darstellen. Und zum Schluss werden wir Ihnen natürlich auch zeigen, wie Sie Invoice für 30 Tage kostenlos testen können und wie ein Rechnungsdurchlauf in der Praxis aussieht. Genau, welchen Einsatz und Nutzen hat Invoice? Invoice ist genau auf die Bedürfnisse der täglichen Eingangsrechnungsverarbeitung ausgelegt. Das führt dazu, dass Eingangsrechnungen schnell, strukturiert und auch rechtssicher verwaltet werden können. Belege können so rechnerisch und sachlich geprüft werden und anschließend freigegeben werden. Die Rechnungsdaten werden dann für Ihr ERP-System oder auch für Ihr FIBO-System bereitgestellt, sodass der Zahlungsverlauf wie gewohnt im FIBO-System durchgeführt werden kann. Das hat zur Folge, dass die Durchlaufzeiten deutlich verringert werden und die Skontofristen natürlich besser ausgeschöpft werden. Ja, wie sieht die Benutzeroberfläche aus? Sobald Invoice aktiviert wurde, erscheint es in der Benutzeroberfläche. Sie sehen jetzt ganz links unter den Archiven das zugehörige Archiv. Falls Sie schon Documents-User sind und ich hatte gesehen, da sind tatsächlich oder ist tatsächlich der ein oder andere dabei, dann werden Sie jetzt feststellen, dass sich Invoice optimal in Ihre vertraute Umgebung einbindet. Was ist neu an Invoice? Neu ist unter anderem die Formularansicht. In Documents, diejenigen, die Documents bereits nutzen, die wissen das, dass die Datenfelder zeilenweise aufgeführt sind. Die Formularansicht ermöglicht nun eine bessere Übersicht über alle Datenfelder. Diese Darstellungsform ist übrigens für jedes Archiv in der Administrationsoberfläche aktivierbar. Im Formular können Sie dann nach dem Auslesen der Eingangsrechnung Sachkonto und Kostenstelle zuweisen oder auch Splitbuchungen vornehmen. Das Auslesen der Dokumente geschieht per Smart Indexing und zusätzlich können wir Rechnungen im Zugpferdformat oder auch X-Rechnungen auslesen. Ja, welche Funktionen werden mitgeliefert? Mitgeliefert wird das, was wir uns gerade angeschaut haben, unter anderem das vorkonfigurierte Archiv, das bereits erwähnte standardisierte Eingangsrechnungsformular. Dabei ist zu erwähnen, dass die Datenfelder und deren Anordnung im Formular individuell angepasst werden können. Neu in Invoice ist zusätzlich die Möglichkeit, mit der Programmiersprache StarScript Ereignisse in Datenfeldern zu hinterlegen. Sie sehen das jetzt hier mit einem grünen Stern gekennzeichnet. Für die aufgelisteten Datenfelder, zum Beispiel für die Kreditorennummer, ist das bereits geschehen. Kommen wir zu einem vorkonfigurierten, regelbasierten Workflow. Dieser Workflow ist speziell auf die Eingangsrechnungsverarbeitung zugeschnitten. Dieser Workflow kann selbstverständlich an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Wichtig ist dabei, dass Sie die Freigabegrenze für jeden Kreditor individuell einrichten können. Unterschreitet der Nettobetrag diese Freigabegrenze, wird der Datensatz automatisch freigegeben. In einer zweiten Stufe erfolgt die Prüfung gegen eine Budgetgrenze des Prüfers.
und im Anschluss an die Prüfung erhalten alle Rechnungen den Status freigegeben. Die Buchhaltung hat dann zusätzlich die Möglichkeit, eine letzte Kontrolle durchzuführen und die Vorgänge in den Status gebucht zu versetzen. Durch die damit verbundene Aktionsroutine werden die Rechnungen für den Export in das jeweilige FIBO-System bereitgestellt und können abgerufen werden. Dort wird, wie gewohnt, der Zahlungsverlauf dann durchgeführt. Gucken wir uns einmal Datentabellen an. In der Business-Lösung Invoice sind bereits 4 Datentabellen angelegt. Bedeutet für die Datentabellen für Lieferanten, Zahlungsbedingungen, Sachkonten und auch Kostenstellen. Und diese Datentabellen können Sie dann zum Beispiel durch einen CSV-Import aus Ihrem FIBO-System füllen. Bedeutet, Sie müssen zum Beispiel die Datentabelle für den Lieferant nicht nochmal manuell auffüllen oder auch anlegen. Ja, die Frage ist mit Sicherheit interessant. Wie können Sie Invoice testen? Wir zeigen Ihnen gleich, wie Sie mit nur einem Klick Invoice in Ihrer bestehenden Umgebung zu Testzwecken aktivieren können. Als erstes werden wir beispielhaft CSV-Dateien in die bestehenden Datentabellen importieren. Vielleicht passt der mitgelieferte Workflow samt seinen Prüfungsschritten ja bereits auf Ihr Unternehmen. Falls nicht, können Sie, wie bereits erwähnt, den Workflow an Ihre tatsächlichen Gegebenheiten anpassen. Wir bzw. der Herr Lookhaus wird dann Rechnungen nach Phoenix Documents importieren und diese Eingangsrechnungen werden unterschiedlich hohe Beträge haben. Wir werden dann diesen regelbasierten Workflow einmal von der automatischen Freigabe bis hin zur doppelten Prüfung durchgehen. Zum Schluss werden wir die freigegebenen Rechnungen für den FIBO-Export vorbereiten. Damit sind wir auch schon mit der Theorie fertig und ich darf an meinen Kollegen, den Herrn Lookhaus, übergeben. Ja, dann sage ich noch einmal guten Morgen zusammen. Mara, du bist schnell, super. Und ich muss jetzt meinen Bildschirm noch veröffentlichen. Mal eben wieder gucken. Das waren die Kamera- und Audio-Einstellungen. Wo ist denn das nochmal? Ach, da unten Bildschirm, genau. Und da sehen Sie jetzt meinen Bildschirm. Ich habe Folgendes getan, weil ich dachte, es sind so viele Menschen dabei, die wir schon kennen und die unsere Lösung zum Teil im Einsatz haben. Ich habe gerade auf unserer Webseite eine neue Testversion von Phoenix Documents Cloud mir geholt, also angeklickt, 30 Tage Test und habe in meiner administrativen Konsole diese Testversion umbenannt in IQ Webinar und logge mich jetzt gerade zum ersten Mal in diese neue Testversion ein. Dann muss ich in dieser Testversion zunächst einmal nicht viel tun, sondern ich kann dann in dieser Testversion sagen, ich bin der Administrator in der Testversion. Und ich finde, mach das mal hier oben zu, so. Und ich finde in der Administration im Bereich der Business-Lösungen die beiden verfügbaren Business-Lösungen Invoice und Contract in den jeweiligen Versionen. Ich bin selbst ein ganz klein bisschen gespannt, weil wir haben vor wenigen Tagen eine neue Version eingespielt, die Dinge kann, die ich vorher noch nicht kannte. Zum Beispiel ist der Bereich Übersetzungen hier für mich jetzt auch neu. Aber so ist das manchmal in solchen Situationen. So, und jetzt gehe ich einfach her und installiere in meine ganz frische, gerade aktivierte Testversion die Business-Lösung Invoice mit einem Klick. Und nun ist die im Test, ebenfalls im Test. Jetzt muss ich Folgendes tun. Ich muss einmal die Ansicht unseres Archivs aktualisieren. Und dann habe ich hier die Business-Lösung Invoice. Sichtbar da. Die ist noch vollständig leer, da ist noch nicht viel passiert. Wir gucken uns das gleich mal an, was wir da tun wollen. Damit ich diese Business-Lösung Invoice jetzt wirklich ausprobieren kann, ich mache das mal mit so einer Musterrechnung, die wir gerade hier schon gesehen haben. Da ist eine Testrechnung. Ich habe aber noch ein paar andere Testrechnungen. Damit ich das nutzen kann, habe ich also jetzt hier so eine Übersicht. Naja, und diese Übersicht, das sind alles reine Testdaten von iQuadrat. Und Sie wollen ja wahrscheinlich das System mit Ihren eigenen Daten testen. Deswegen wäre mein Vorschlag, dass wir uns jetzt einmal anschauen, woraus besteht denn eigentlich so eine Business-Lösung, Invoice eigentlich. Und
Da muss ich jetzt Ihnen zeigen, dass es im Wesentlichen darum geht, dass wir ein Archiv Ihnen liefern. Das Archiv IQ Invoice. Das ist das Archiv, was für die Testversion Business-Lösung Invoice gedacht ist. Das sehen wir uns gleich auch noch ein paar Mal an. Zu diesem Archiv gehört, wenn ich das richtig weiß, genau eine Untertabelle. Das ist die zu erfassende Kontierung. Eine Untertabelle zu einem Archiv. Aber es gehören dazu ebenfalls vier Datentabellen. Jeweils für die Business-Lösung Invoice gibt es eine Datentabelle Lieferanten, eine Datentabelle Zahlungsbedingungen, eine Datentabelle Sachkonten und eine Datentabelle Kostenstellen. Und in diese Datentabelle Lieferanten, fangen wir damit an, können Sie jetzt Ihre Lieferanten, nicht nur diese drei Musterlieferanten, die wir haben, sondern die von Ihnen, bei Ihnen vorhandenen Lieferanten zusätzlich oder alternativ zu diesen dreien übernehmen. Ich habe dazu eine CSV-Datei vorbereitet. Diese Datei, muss ich mal einmal hier abgucken, befindet sich hier. Hier ist diese Datei. Da ist eine von mir vorbereitete CSV-Datei als Lieferantendatei. Und diese CSV-Datei, die ich jetzt hochlade, kann ich jetzt durch entsprechende Einstellungen, Feldkennzeichen, Qualifizierer, Dezimalkennzeichen und die Frage, will ich die bestehenden Einträge löschen oder nicht, übernehmen. Da ist noch was nicht richtig. Ich muss mal eben gucken. Ich glaube, so ist richtig. Das Feldkennzeichen in meiner CSV-Datei ist der Tabulator. Und jetzt sehen Sie, ich übernehme tatsächlich echte Lieferanteninformationen, die wir für i-Quadrat so ähnlich nutzen. Und da haben wir auch ein paar Muster hineingebracht. Ja, und das übernehme ich jetzt einfach zusätzlich zu den vorhandenen Tabellen. Ach, noch eine Kleinigkeit. Die erste Zeile enthält nicht den ersten Tabelleneintrag. Doch, die erste Zeile enthält den ersten Tabelleneintrag. Die Kopfzeile hier oben wird nicht mit übernommen. So, und dann übernehme ich mit dem Knopf Importieren diese 11. Da war irgendwas nicht in Ordnung. Ein Eintrag war nicht richtig. Diese 11 Einträge. Ich hoffe, es sind nicht die zwei, die ich gleich benutzen möchte. Zusätzlich könnte ich jetzt die Zahlungsbedingungen, könnten Sie jetzt Ihre Zahlungsbedingungen, Ihre Sachkonten, Ihre Kostenstellen übernehmen. Da bleibe ich mal einfach bei den Beispielen, die wir hier mitgeliefert haben. Da steht was drin, nichts Wildes, nichts Brauchbares. Da könnten Sie jetzt Ihre Dinge also auch in die Business-Lösung übernehmen. Das war die Vorbereitung. Das war alles an Vorbereitung. Und jetzt würde ich noch eins tun. Ich übernehme auch an dieser Stelle noch ein paar Musterdokumente von diesem Pfad, wo wir gerade waren, nämlich drei Rechnungen, ganz bewusst drei. Sie sehen, da steht das Wort hoch dahinter. Ich erzähle Ihnen gleich, was an dieser Rechnung das Besondere. Hier stehen jetzt meine neuen Rechnungen. Und jetzt haben wir fünf Rechnungen insgesamt, die wir importieren können in unsere Business-Lösung, um zu sehen, wie die verarbeitet werden kann. Sie sehen, diese drei Rechnungen hier sind über den Web-Client hineingekommen. Diese ersten beiden Rechnungen sind über die Business-Lösung Invoice als Beispiele von uns mit übernommen worden. Und ich fange jetzt an mit der Rechnung von der Elektrofirma Birne. Per Doppelklick kann ich diese im Eingangsrechnungsarchiv archivieren. Achtung, dann lesen wir Informationen von der Rechnung aus. Das macht unser Modul Smart Indexing. Ich mache mal die Datenansicht ein bisschen breiter und den Beleg selbst ein bisschen kleiner. Und was Sie jetzt hier sehen, ist, das ist eine Zugpferdrechnung. Wir haben kein OCR gemacht, sondern wir haben die Daten aus der Zugpferdrechnung ausgelesen und diese Daten hier eingetragen. Deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass diese Daten zu ganz hohen Bedingungen, zu ganz hohen Prozentsätzen völlig korrekt sind. Wir lesen aus die IBAN-Nummer, wir lesen aus die Umsatzsteueridentnummer,
Wir holen uns mit diesen beiden Informationen aus der Datentabelle der Kreditoren, Entschuldigung, aus der Datentabelle der Kreditoren den entsprechenden Kreditor. Warum geht das nicht breiter? Es geht breiter. In diesem Falle die Firma Birner aus Lampertshausen. Aufgrund der Umsatzsteuer-Identnummer und aufgrund der IBAN-Nummer holen wir uns den richtigen Kreditor aus der Tabelle. Daher wissen wir auch die FIBO-Kontonummer. Die wissen wir natürlich sonst nicht. Und was jetzt nicht zu Ende gemacht wurde von mir, die Zahlungsbedingungen mit dem Index 35 ist für diesen Kunden hinterlegt. Und die habe ich wahrscheinlich in meiner Liste nicht drin. Deswegen muss ich eine andere Zahlungsbedingung auswählen aus meiner Tabelle. Ich hätte sie also doch vielleicht noch importieren sollen. Dann kann ich mir überlegen, welchen Buchungstext ich für diese Rechnung haben möchte. Und da könnte ich mir jetzt überlegen, ob hier ein Text draufsteht, den ich hier benutzen möchte. Ich nehme mal als Beispiel das Wort Feuchtraumkabel und trage das einfach mit so einem Doppelklick und einem Klick in das richtige Feld hier ein. Dann kann ich diese Rechnung noch kontieren. Ich kann also ein Sachkonto erfinden, meine Sachkontenliste, meine Kostenstelle, wenn ich eine habe, kann ich hier eintragen. Ich habe jetzt auch einen kleinen Fehler gemacht, so war das nicht gedacht, sondern ich gehe einfach hier rein, trage mein Sachkonto ein und habe dann auf dieses Sachkonto und diese Kostenstelle zunächst einmal, Entschuldigung, diese Kostenstelle, so, zunächst einmal den ganzen Betrag gebucht. Wenn ich das nicht möchte, weil ich aus dieser Rechnung, naja, das ist noch eine Warenrechnung, keine Dienstleistungen, keine Arbeitsstunden dabei. Sonst würde ich ja eventuell die Ware, die ich einkaufe und die Dienstleistung, die ich einkaufe, zwei verschiedene Konten buchen. Dann kann ich hier eine Splitbuchung anfangen, indem ich einfach den Betrag von Hand reduziere und einen zweiten Eintrag mache. Das soll aber für diese Rechnung erstmal gut sein. Ja, und diese Rechnung mit 1200 Euro, die habe ich jetzt praktisch archiviert. Damit ist sie aus dem Eingangsbereich weg. Ich mache gleich die nächsten zwei, die Büro Müller GmbH. Ich kann doppelklicken, dann das Archiv auswählen. Ich kann auch einfach sagen, ich möchte in dieses Archiv, dann geht das direkt offen. Also es gibt immer verschiedene Wege, dazu zu kommen. Da ist jetzt irgendwas nicht richtig. Den Kreditor Büro Müller habe ich offensichtlich nicht. Das war wahrscheinlich genau der, doch, da ist er. Okay, dann übernehme ich den jetzt. Wähle auch hier die Zahlungsbedingungen aus, überlege mir, ob ich einen Buchungstext dazu haben möchte, trage ein Sachkonto ein. Es sei an dieser Stelle ausreichend fertig und ich kann das nächste Dokument archivieren durch Doppelklick oder auf diese Art und Weise. Archiv, Eingangsrechnungen, Lieferant war der letzte, Büro Müller. Dann habe ich diese Rechnung ebenfalls übernommen. In unserer Business-Lösung Invoice ist das Smart Indexing für Texterkennung OCR und für Zugpferdrechnungen und für X-Rechnungen. Die noch etwas neueren X-Rechnungen setzen sich aus unserer Sicht gerade am Markt durch und für X-Rechnungen bereits inkludiert. Jetzt habe ich in meinem Archiv Eingangsrechnungen meine drei Rechnungen. Alle drei Rechnungen sind neu. Also sie haben einen Status, der heißt neu. Was bedeutet das? Ich mache das mal so, dass Sie auf dem Bildschirm, auf der linken Bildschirmhälfte das sehen und auf der rechten Bildschirmhälfte, da zeige ich Ihnen die Administration, den Workflow, in dem wir uns gerade bewegen. Der von uns mitgelieferte Workflow hat folgende Eigenschaften. Ich habe hier oben einen Startstatus. Das ist jetzt leider doch zu schmal. Das hier ist der Startstatus. Und in diesem Startstatus befinden sich jetzt alle drei Rechnungen. Der erste erreichte Status in unserem Rechnungsworkflow-System. Und vom Startstatus aus kann ich die Rechnungen jetzt zur Prüfung schicken. Wo ich darauf hinweisen möchte, ist, das ist eine automatische Prüfung. Denn wenn die Rechnung
kleiner sind als ein Wert, die sogenannte Freigabegrenze pro Kreditor, dann sind die Rechnungen durch die automatische Prüfung automatisch freigegeben. Wenn nicht, dann gehen Sie zu einem Prüfer, werden verschickt als Vorgang an einen Prüfer und dann muss ich eintragen aus einer freien Auswahl, wer ist der Prüfer. Anstelle der freien Auswahl kann ich natürlich auch einen Benutzer auswählen. Da ich im Moment als Tester der einzige Benutzer in meinem System bin, macht das wenig Sinn, da überhaupt zwischen zu unterscheiden. Aber im Prinzip, in der größeren Umgebung wäre das so, kann ich auch Benutzer, Benutzergruppen, Benutzernamen fest eintragen. Ich muss noch was Ihnen zeigen. Hier war ja gerade die Frage, die Rechnung ist automatisch freigegeben, wenn die sogenannte Freigabegrenze nicht überschritten ist. Dazu schaue ich in die Tabelle, in die Datentabelle der Lieferanten und habe dort, muss ich es mal einmal breiter machen, sonst können wir das nicht sehen. So. Und habe dort für den Lieferanten Büro Müller eine Freigabegrenze von 300 Euro eingetragen. Und für den Lieferanten Birne in Lampenhausen nichts. Auf Deutsch null. Das heißt, wenn eine Rechnung für Büro Müller kleiner ist als 300 Euro, dann ist sie automatisch freigegeben. Und ich mache jetzt noch eine kleine Änderung. Ich gebe dem Lieferanten Büro Müller, Birne Lampenhausen, eine Freigabegrenze von 1500 Euro. Wir arbeiten mit der Firma oft zusammen vielleicht und deswegen vertraue ich Rechnungen unter der Grenze von 1500 Euro von der Firma Birne aus Lampenhausen vollständig. Und jetzt nehme ich alle drei Rechnungen. Moment. So, alle drei Rechnungen. Und schicke die zur Prüfung. Was wird passieren? Die eine Rechnung ist unter 300 Euro bei Büro Müller. Die wird automatisch freigegeben. Die zweite Rechnung von der Firma Birne Lampe aus Lampertshausen ist unter 1500 Euro. Die wird automatisch freigegeben. Und die dritte Rechnung von dem Büroeinrichter ist über der Freigabegrenze von 300 Euro. Die wird nicht freigegeben sein. Also, ich schicke alle drei Rechnungen gleichzeitig zur Prüfung. Dann werde ich nach dem Empfänger der freizugebenden Rechnung gefragt. Und die zwei sind freigegeben und eine steht zur Prüfung an. Jetzt kann ich entweder ab und zu mal hier in meinen Aufgabenbereich gucken, da ist gerade eine 1 entschieden, oder ich schaue in mein E-Mail-Konto, habe dort eine Mail, wo drin steht, hallo Jochen Luckhaus, Sie haben einen neuen Vorgang in Ihrem Postfach, die Rechnung 7094 ist zu prüfen. Und klicke dann einfach auf diesen Link hier und bin dann in letzter Konsequenz in der Rechnung 7094. Das ist die Rechnung über 300 Euro und ich kann mich jetzt entscheiden, ob ich die freigeben möchte oder nicht. Ich kann natürlich auch nachgucken, wo die Rechnung herkommt. In dem Fall kommt sie von mir selbst. Aber in unserer Echtumgebung kommt sie halt von einer Kollegin, die die Rechnung oder von einem Kollegen, die die Rechnung vorbereitet haben. Und so sehe ich ständig, was an diesen Rechnungen passiert. Wenn ich die Rechnung geprüft habe, dann gebe ich sie frei. Naja, und dann ist sie halt auch freigegeben. Jetzt ist die Frage, wer bekommt sie dann? Denn wir haben noch eine weitere Komplexitätsstufe drin in unserem Standard-Workflow. Ich gehe nochmal auf den Administrations-Client-Workflow. Hier waren wir ja. Das war der erste Status. Rechnungen, die Freigabegrenze nicht überschreiten, sind automatisch freigegeben. Oder sie geht zur Prüfung. In dem Fall ging es zu mir. Dann kommt eine zweite Prüfung. Und hier wird geprüft, ob der Betrag der Rechnung netto kleiner 1.000 Euro ist. Dann
wäre sie freigegeben. Wenn nicht, geht sie zur Geschäftsleitung. Erst da die Geschäftsleitung gibt diese Rechnung frei. Das heißt also, wir haben ja unter Umständen einen zweistufigen Prüfungsprozess. Ja, und jetzt kann ich als Geschäftsführer leider nur mich eintragen, weil wir nur einen Benutzer haben. Und dann liegt sie wiederum in meinem Postfach als Geschäftsführer jetzt. Ich bekomme eine E-Mail, dass ich eine Rechnung als Geschäftsführer freizugeben habe. Ich klicke auf die E-Mail oder hier doppelt und entscheide mich, die Rechnung nun final freizugeben. Das ist der Rechnungsworkflow in unserer Business-Lösung Invoice. Was jetzt danach passiert, wenn die Rechnung freigegeben ist, ob Sie diese Rechnung buchen und was dieses Wort buchen tatsächlich bei Ihnen bedeutet, ob der Vorgang jetzt exportiert wird in eine Buchungsdatei und diese Buchungsdatei dann in eine andere Software, in die DATEV-Software, in eine Scopvisio-Software, in eine IS-Software für Kunden der Firma IS weiter übernommen wird. Das ist eine Geschichte, die Sie außerhalb der Business-Lösung Invoice alleine oder mit uns zusammen einrichten können und einrichten müssen. So würde das also hier funktionieren. Das heißt, die Rechnung ist jetzt in der Buchhaltung. Die Buchhaltung entscheidet, alles richtig. Ich übergebe die Rechnung in das revisionssichere Archiv und die Daten der Rechnung über einen Export in das nachgelagerte Buchhaltungssystem. Was ich jetzt nicht hier zeigen kann, aber trotzdem gerne zeigen möchte, ist, natürlich können wir auch Rechnungen automatisch übernehmen. Wie kommen die Rechnungen denn überhaupt hier rein? Ich habe ja jetzt 3 Musterrechnungen gehabt. Um diese Rechnungen da hineinzubekommen, gibt es viele Möglichkeiten, mehrere, die interessant sind. Die eine Möglichkeit wäre, jemand arbeitet mit Outlook, jemand bekommt eine Rechnung in Outlook zugeschickt. Derjenige, diejenige hat unser Modul Outlook-Integration auf seinem Rechner. Das sieht ungefähr so aus, dieses Modul. Ich muss mal eben gucken. Oh, das habe ich zugemacht, das wollte ich nicht. Ich mache es nochmal auf. Dann kann ich Ihnen zeigen, wie das Outlook-Modul einfach so aussieht. Und ich gehe jetzt mal auf mein privates Konto, das ist mir lieber als das Firmenkonto. So, und da ist jetzt eine Rechnung, vielleicht eine Rechnung, da ist jetzt ein Angebot dran, aber vielleicht ein Dokument mit einer Rechnung dran. Und dann können Sie diese Rechnung über diesen Button in das richtige eingerichtete Archiv in Phoenix Documents automatisch, nein, nicht automatisch, durch einen Klick übernehmen. Ich habe das jetzt eingerichtet, natürlich nicht für unsere Testversion, sondern für mein privates Archiv in Phoenix Documents, sodass ich also in die verschiedenen Archive in meinem System oder eben in ein freies Archiv übernehmen kann. Das ist eine Möglichkeit direkt in Outlook. Die zweite Möglichkeit, das nutzen wir als Firma iQuadrat, ist, dass wir in Phoenix Documents mit einem Tool, mit einem zusätzlichen Tool, ein Postfach überwachen. Wenn Sie uns eine Rechnung schreiben wollen, wenn Sie Lieferant von iQuadrat sind, dann würden wir Sie bitten, diese Rechnung an das Postfach invoice@iquadrat.de zu schicken. Und dann wird diese Rechnung automatisch übernommen und landet am langen Ende automatisch im Archiv der Eingangsrechnung. Ich zeige Ihnen das mal live mit unserem Archiv, mit dem iQuadrat-Archiv. Das sind jetzt natürlich Echtdaten, deswegen muss ich mir ab und zu kurz überlegen, wo ich hinklicken möchte oder wo nicht. Was ich aber zeigen kann ist, na, wir haben keine neuen Rechnungen bekommen heute oder gestern. Heute ist der 14. Gestern haben wir Rechnungen bekommen, die sind importiert worden automatisch und sind jetzt hier übernommen worden. Und das war zum Beispiel eine Rechnung, die gestern übernommen worden ist, von einem Kollegen verschlagwortet worden ist und dann tatsächlich freigegeben worden ist von dem gleichen Kollegen. Und ich habe sie mir jetzt gerade am 14.10.
10 und 29 mit Ihnen zusammen angeschaut. Wir nutzen also selbst diese Business-Lösung Invoice in einer ganz üblichen Ausprägung, so wie sie eigentlich auch als Testversion fast zur Verfügung steht, und haben das nur ergänzt um das Modul, was Rechnungen aus dem Postfach invoice@iquadrat.de automatisch übernimmt. Und die dritte Möglichkeit, wie da Rechnungen reinkommen, ist, dass Sie von uns oder theoretisch auch von einem anderen Anbieter mit einem Twain-Scanner, mit einem Papier-Dokumentenscanner und einer Twain-Schnittstelle und Phoenix Capture diese Rechnungen übernehmen. Dazu bieten wir auch einen anlernbaren Rechnungsleser an, der Dokumente mandantenrichtig und in großen Stapeln automatisch übernimmt. Das ist aber eine andere Baustelle, Phoenix Capture Reader. Auch darüber haben wir ab und zu schon mal ein Webinar gemacht, um zu zeigen, wie so ein Capture Reader funktionieren kann. Und das ist vor allen Dingen dann interessant, wenn Sie Rechnungen elektronisch bestellen und die Daten einer solchen Bestellung elektronisch zur Verfügung haben. Ich glaube, Mara, helf mir, ich glaube, ich habe nichts vergessen. Das ist das, was wir Ihnen heute an dieser Stelle zeigen wollten. Wie kann man mit der Business-Lösung Invoice schnell starten, um Eingangsrechnungen einem elektronischen Genehmigungsprozess zu unterwerfen und sie am Ende in Phoenix Documents steuersicher zu archivieren? Und ich habe jetzt auch den Chat ein bisschen offen und da ist eher nichts angekommen. Deswegen so eine Frage in die Runde. Haben Sie eine Frage? Ich habe tatsächlich eine Frage, hat mich erreicht. Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Ich kann sie ja mal vorlesen. Und zwar ist die Business-Lösung so zu sehen wie der Web-Client inkludiert mit dem Phoenix Capture Reader. Gut. Das ist sie nicht. Die Business-Lösung Invoice ist ein Zusammenschluss aus dem zugehörigen Archiv mit diesen Feldern, der Technik, die in diese Felder entweder durch Texterkennung OCR oder, das hatten wir bei dem anderen hier, glaube ich, war das der dritte, durch Auslesen der Zugwertdaten automatisch übernimmt. Und dem Workflow, der zur Freigabe der Rechnung führt, inklusive dieser Tabellen. Unser Phoenix Documents ist immer ein Webclient. Und ein Phoenix Capture oder Capture Reader ist ein Werkzeug, um Papierdokumente zu scannen. Und zwar nicht, wie Sie das heute gesehen haben, eine Rechnung, sondern zum Beispiel einen Stapel von 50 Rechnungen mit vielleicht jeweils 3 Seiten. Also wenn Sie mit der Aufgabe konfrontiert sind, täglich 50 Belege zu bekommen, 50 Eingangsrechnungen zu bekommen mit mehrseitigen Dokumenten, dann wäre aus unserer Sicht zusätzlich zur Business-Lösung Invoice der Phoenix Capture Reader eine sehr, sehr komfortable Ergänzung, um nicht mehr belegweise vorzugehen, sondern ganze Stapel einscannen zu können. Es ist noch eine Frage im Chat angekommen. Ja. Sie haben neben dem Konto nur eine KST als Dimension. Wie können auch weitere Dimensionen in die Kontierung einfließen? Wenn jemand neben dem Sachkonto und der Kostenstelle noch einen, haben wir Krankenhausinteressenten dabei? Ja. Wenn Sie zum Beispiel stattdessen auch noch eine Patientenbezeichnung haben wollten, dann müssten Sie in Ihrer Lösung durch uns oder selbst, zeige ich das mal an diesem Beispiel hier, in der Untertabelle Kontierung ein weiteres Feld einfügen. Das geht. Ich zeige gleich nochmal Patienten-ID. Das wäre sowas. So ähnlich stelle ich mir das vor, wenn ich die Frage richtig verstanden habe. So, wenn ich das Feld jetzt auf diese Art und Weise einfüge, dann kann ich das in der Business-Lösung Invoice bedienen. Was mir wichtig ist, ich speichere das mal ab, diese Felder, Sie sehen das vielleicht, ich bin nicht ganz sicher, die sind so grau geschrieben. Das sind die Felder, die wir mitliefern. Das ist unser Phoenix Documents Invoice Standard. Dieses Feld hat ja auch nicht umsonst den Namen Custom davor bekommen, ist ein von unserem Kunden, ein kundenspezifisch hinzugefügtes Feld.
Wenn wir ein Update machen für die Business-Lösung Invoice, dann updaten wir unsere Felder. Wir wissen ja nicht, dass Sie in Ihrer Lösung ein solches Feld hinzugefügt haben. Wenn also neue Funktionen kommen, die automatisch den Buchungstext generieren oder irgendwas anderes, dann gelten die immer für unsere Felder. Und es könnte natürlich auch sein, dass wir ein anderes i-Quadrat-eigenes Vorlagenfeld da hinzufügen. Aber Ihr Custom-Feld, die Patienten-ID, bleibt immer zusätzlich enthalten. Das heißt, wir sind mit unserer Business-Lösung Invoice update-fest im Rahmen der Updates, die wir regelmäßig zur Verfügung stellen. Wenn die Frage aus Recklinghausen kam, was das sein könnte, dann haben Sie in Recklinghausen nicht die Lösung Phoenix Documents von uns im Einsatz, sondern eine ältere Lösung, eine schon bei uns sehr lange existierende Lösung, die wir für Sie, für die Klinik in Recklinghausen, sehr, sehr stark an Ihre Wünsche angepasst haben. Und wenn in dieser Lösung etwas fehlt, dann müssen Sie mit uns bitte darüber sprechen, was wir da für Sie integrieren können. Okay. Ja, und wenn also noch einige weitere Dimensionen notwendig sind, dann sind wir, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, auch in der Lage, mit bestimmten Partnern zusammen angepasste Business-Lösungen für deren Kunden bereitzustellen. Also wenn wir einen Partner haben, der unsere Lösung vermarktet, wie das zum Beispiel auch bei der Firma ES-Software der Fall ist, dann ist die Lösung von der Firma ES-Software unter Umständen an die Bedürfnisse der Kunden der ES-Software ein bisschen angepasst. Okay, dann würde ich sagen, wenn Mara, Maries, wenn ihr keine weiteren Fragen habt, dann würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Genau, freue mich, dass Sie dabei waren und freue mich aufs nächste Mal. Genau, ich darf noch einmal auf das nächste Webinar hinweisen. Das findet auch schon nächste Woche statt. Und zwar geht es da um Documents, um Tipps und Tricks. Wenn Sie auch daran Interesse haben, können Sie sich gerne über unsere Website anmelden natürlich. Ansonsten bedanke ich mich auch für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Dankeschön und auf Wiedersehen. Dankeschön, danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. i-Quadrat. So geht Dokumentenmanagement.